Willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Beim letzten Mal haben wir unsere ersten Schritte hier in die Unterwasserwelt gewagt. Und haben auch schon das erste Puzzle gekriegt. Eins war es, glaube ich, nur. Und alle Noten gesammelt. Muss immer, kann man schon mal machen. So, du bist uninteressant. Da ist es zu. Hier oben hatten wir noch irgendwas, glaube ich. Hier noch irgendwas. Ach nee, das war nur der Fisch, so komisch. Der so komisch aussah. Hier ist noch ein Tempel, wo wir rein können. Was kann man hier machen? Irgendwo in irgendeinem von diesen Tempeln gibt es, glaube ich, noch einen Move, aber... Oh, die mag ich gar nicht. Seetang-Sanktuarium. Die leben, glaube ich. Jetzt sind nicht mehr. So, Ja, mir gar nicht die Seite. Ich weiß noch, als ich das hier das allererste Mal gespielt habe, habe ich mega Probleme gekriegt mit dem weiteren Spielverlauf, weil ich hier in dieser Welt einfach nie unter Wasser gegangen bin. Ich habe das Ganze oben gemacht, aber ich bin nie unter Wasser gegangen, weil ich das einfach richtig, richtig krank und verstörend fand. Und leider braucht man hier einen Move aus der Welt, um in die nächste zu kommen. Ja, das war dann so ein bisschen schlecht. Aber als Kind hat man ja sowieso, da hast du ja selbst wenn du die... Hallo? Bist du tot? Er ist tot. Als Kind ist ja selbst, wenn du eine Welt schon komplett abgesucht hast, gehst ja trotzdem noch 10 Mal rein, das ist ja egal. Vielleicht findest du noch irgendwas. Bis ich dann irgendwann alles 50 Mal abgelaufen war, mir dann gedacht habe, vielleicht musst du doch mal weitergehen. Meeresgrund. Ich glaube, hier sollten wir... Aha, hier können wir auch... Wir müssen erstmal... Wobei, war da unten eine Warp-Plattform? Da ist eine Warp-Plattform. Ja gut, dann gehen wir da lang. Gehen wir da lang. Beziehungsweise nehmen die mit. Ich möchte dann nochmal zurück in den Tempel. Ich glaube, das könnte gut sein, dass da irgendwie noch ein Ginger oder irgendwie so ein Shido-Seite oder eine Honigwerbe oder irgendwas war. Habe ich irgendwie so im Hinterkopf, aber ob es stimmt, weiß ich nicht. Oh, Tatsache, das ist ein Jinjo. Hallo, Kleiner. Den nehmen wir doch mit. Jaup. Hallo, kleiner Schnupsi. Hi. Hi, oh du Süßer. Noch ein Gelber fehlt. So, gab es hier sonst noch was? Kann ich bitte die Kamera... Ich darf die Kamera wieder nicht drehen. Ne, mehr gab es hier, glaube ich, aber nicht. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nö. Nö. Okay, dann gehen wir raus hier. Und dem sowas finde ich auch ganz, 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 ganz schlimm widerlich. Das finde ich auch... Oh. Das ist genau wie damals auf dem N64 bei Super Mario 64. Da hat man ja auch in... Boah, wie hieß die Welt? Ich habe keine Ahnung. In der... dritten oder vierten Welt, eins zum beiden. Ich weiß nicht, ob die dritte die Schneelandschaft, also die Schneewelt war, oder die, die ich jetzt meine. Hat man ja auch so eine Unterwasserwelt gehabt, mit so einem Schiff, und da guckte hier aus dem einen Loch irgendwie so ein Aal raus. Das fand ich so schrecklich. Das war so schlimm für mich. So eine Panik gekriegt. So, welchen hatten wir jetzt nicht? Den hier hatten wir nicht. Und, dann kam ja bei Majora's Mask, wenn man dann endlich mal an der Schädelbucht war und das Seepferdchen nach Hause bringen musste, kam ja dann die Aufgabe, diese komischen Aale da zu töten und das eine Seepferdchen zu befreien. Das war genauso schrecklich. Das, oh nee. Ich habe gehofft, sowas nie wieder machen zu müssen und dann kam es dann nochmal. Oh. Das ist echt, das kann ich auch immer noch überhaupt nicht haben. Also, da läuft mir jedes Mal noch ein kalter Schauer drüben runter. Aber wir haben Jump Jars. Ein Tui-Torpedo. Z-Vogeldame nach vorne schießt, wie ein Torpedo sie durchs Wasser düst. Der 3D-Joystick zum Steuern und A für die Schnelle und B bringt sie zu Banjo zurück auf der Stelle. Und das ist dann alles. Weggetreten.
Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir alle Moves. Ja. Und zwei Puzzles. Oh Gott, das geht ja gar nicht voran. Zwei Puzzles erst. Eins davon haben wir uns gekauft. Scheiße. Ansonsten noch irgendwo auf einer Cheater-Seite. Ich habe echt in Erinnerung, dass es hier irgendwo eine Cheater-Seite gab. Vielleicht sind meine Erinnerungen einfach nur für die Tonne. Oh, geht weg. Nein, geht weg. Oh, ihr seid so eklig. Ihr seid so widerlich. Ihr seid so krank. Geht einfach weg von mir. Es gibt so manche Leute, die so Angst vor Spinnen haben und sowas. Gut, das finde ich jetzt auch nicht unbedingt so schön. Aber es geht noch. Aber bei sowas. Oh, warte. Oh, das zieht sich alles zusammen. So, wo sind wir denn hergekommen? Wir kamen von da oben, glaube ich. Ach ne, wir wollten jetzt erstmal. Wo ist denn die Warp-Plattform? Hier drauf, ne? Hier. Wir möchten in die Höhle des großen Fisches. Und was zur Hölle war das da links für ein Gesicht? Gott. Oh Gott. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was man mit den komischen Kazooie-Dingern zu tun hat. Ah, das geht. Okay. Das geht nicht. Müssen wir das doch nicht so machen? Nein. Ich will die nicht. Ich habe immer noch dieses Z-Drücken, um die Kamera zu positionieren im Kopf. Das wird auch nie rausgehen, glaube ich. Hier berühren, ohne Schaden zu kriegen? Oh. Das ist edel. Trotzdem haben wir keine Eier mehr. Gibt's hier irgendwo Eier, bitte? Eier! Gibt's keine Eier. Scheiße. Nicht so uncool. Hier waren auch keine, ne? Doch, hier sind Eier. Wow. Der Wahnsinn. Ein Köpfchen mit Eiern. Naja, jetzt hier ein Stück. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Oh, ich sehe gerade was, was wir doch mit Kazooie machen können. Kann ich den nicht damit irgendwie aufpieksen? War das nicht so? Oh, hi. Wo ist denn der? Das war irgendwie gerade richtig kacke. Nochmal. Wo ist der? Treffe mich doch nie im Leben. Oh, doch. Eine Honigfarbe. Schön. Eine fehlt, glaube ich, noch. So, okay. Und jetzt können wir es nochmal versuchen. Gegen den Herrn von und zu Riesenfisch. Wo ist er denn? Da. Oh. Wir schwimmen einfach in seinem Mund und erschießen uns selber, was? Oh. Wir haben keine Eier mehr. Scheiße, was? Eine wunderbare Aufgabe. Ah, gut. Nichts Schlimmeres. Liegt nur wieder an der doofen Steuerung. Unter Wasser. Und den komischen. Und das tolle Fadenkreuz, nenn ich's mal. Den Sucher. Weil beides einfach alleine schon mega harmonisch ist und dann in Kombination natürlich noch viel besser ist.
Natürlich genauso funktioniert, wie man es haben möchte. Ach, was mache ich denn für einen Scheiß? Ich möchte die Eier holen. Ich bin doch blöd. Hm? Es gibt keine Eier. Oh Gott, sag mir bitte, dass es auch mit anderen Eiern geht. Sonst weine ich gleich ganz, ganz laut. Ich glaube nicht. Scheiße. Scheiße. Da, 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 da. Wo geht's hier hin? Gibt's hier noch Eier? Oh, hier ist wieder so ein ganz toller. Hallo? Ach, bin ich blöd. Jetzt soll ich aber die richtigen Eier auswählen. Kann ja sonst nichts werden. Schnell weg hier. Den Typen finde ich mindestens genauso eklig wie die Aale. Oh. Aber hier sind Eier. Eier. Nein, nicht die Eiseier. Das müssen wir jetzt genau abtimen. Ich will nicht die falschen Eier jetzt einsammeln. Das wäre echt doof. So, einmal. Hier sind nochmal welche. Oh, ich bin nicht gut. So. Nee, nicht du. Dich wollen wir nicht. Der hat Federn, der hat Eier. Oh, nehmen wir das hier mal mit. Wenn wir hier eh schon sind. Können wir den auch mitnehmen. Hier können wir aber, oder hier müssen wir erst später hin. Weil hier... Ich weiß gar nicht, ob es ein Boss oder ein Minispiel ist. Irgendwas wartet hier auf jeden Fall auf uns. Aber erstmal möchte ich gerne den Fisch hier oben erledigen. Oh, voll vergessen. Cheat. Upsa. Hallo? Kannst du bitte gefrier trocknen? Er will nicht. Oh Gott, warum schwimme ich? Ich sehe gar nichts. Ben stirbt gerade innerlich. Hey, wieso friert denn nicht ein? Willst du mich verarschen? Der muss doch einfrieren, wenn ich ihn anpiekse. Hä? Wow, ich raff's nicht. Geronimo! Wow, ich sehe nix. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind durchgekommen. Oh, wir sind irgendwie durchgekommen. Oder muss man bei dem Krakenviech irgendwie eine bestimmte Stelle treffen? Ich habe keine Ahnung. Na doch, bleib. Grafikmatsch. Wieso geht ihn denn nicht kaputt, der Leutetan? Was kaputt? So, und jetzt können wir, glaube ich, wenn... sehen könnten.
den, genau, in den Mund des Fisches hineinschwimmen. Großen Fisch. Ist das eklig? Ist das... Das ist was, was ich gar nicht schön finde. Diese Welt ist einfach so... Da gehen wir gleich hin. Da gehen wir gleich hin. Ich höre noch irgendwo einen Ginger schreien. Den würde ich zuerst retten. Der ist schöner. Kleiner Ginger? Hallo! Wir haben alle gelben! Die gelbe Ginger-Familie ist vollständig. Sie möchte euch das geben. Dankeschön. So, und jetzt gehen wir zu diesem seltsamen Etwas. Oh Gott. Ich hab Angst. Du bist wohl von der Rettungstruppe. Nur wenn der Preis stimmt. Ich bin die Frau Vroni, die Partnerin von Jolly Roger. Ich war mit Blubbers Wellenreiter unterwegs, als mich dieser Fisch anfiel und verschluckte. Das Fischmaul ist jetzt offen. Du kannst nach Hause gehen. Wunderbar. Wir haben bald Happy Hour und in Jollys Spelunke und er wird meine Hilfe brauchen. Hast du zufälligerweise einen Puzzler? Oh, das musst du Jolly fragen. Ich bin sicher, er gibt dir etwas. Etwas? Eines? Ich konnte es gerade nicht lesen. Oh Gott. Wunderschön. Wunderschön, wie es vor sich hin tänzelt. Wissen wir also, wie Jolly drauf ist. Ah gut, dann machen wir will. Und jetzt bitte nur noch raus aus diesem Matsch. Ganz ehrlich, Fische im Allgemeinen sind was mega Gruseliges einfach nur. Egal in welcher Form und Art und Weise und was auch immer. Ist einfach... Nicht schön. Nein, einfach nicht schön. Wenn ich so einen kleinen Fisch im Teich irgendwo im Aquarium schwimmen habe, ja, das ist schön. Aber nicht sowas. So. Wir möchten... Wir möchten ins Stadtzentrum, bitte. Hier geht's mir gleich, hier fühle ich mich gleich viel besser. So, gucken wir mal, ob Jolly irgendwas für uns hat. Wenn nicht, dann wäre ich ein bisschen böse. Oh, da ist er ja. Danke für die Rettung aus dem übelriechenden Inneren dieses grässlichen Seeungeheuers. Das war doch nur ein ziemlich großer Fisch. Mir kam er wie ein Ungeheuer vor. Danke, dass du meine Partnerin gerettet hast. Das war doch ein Klacks. Nein, ehrlich, ich bin dir sehr dankbar. Willst du einen Becher feinster Ingwerlimonade auf Kosten des Hauses? Vielleicht später. Und dann nimm wenigstens dieses bescheidene Schmuckstück an. Ein Puzzle! Wunderschön. So, haben wir jetzt ein bisschen Fortschritt gemacht inzwischen. Drei. Noch zwei Gingers, ein Globo, zwei Cheetos, eine Honigwerbe und viel zu viele Puzzles. Viel zu viele. Ich überlege gerade, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Ach, wir haben jetzt den Torpedo. Wir können ja jetzt eine ganze Menge machen, glaube ich. Können wir auch auf jeden Fall, sobald wir in die nächste Welt überwechseln, erstmal wieder einen kleinen Abstecher ins komplette Hexoland machen. Einfach weil wir überall diese komischen Kazooie-Fratzen hatten. Selbst bei uns zu Hause haben wir ja eine gehabt. Rida! Gut. Und rein da. Die Aufgabe hier war, glaube ich, auch ein bisschen nervig. Im UFO. Hallo? Möchte ich mit Ihnen reden? Kann ich mit dir reden?
Seid gegrüßt, erbärmliche Erdlinge. Wow, echte Aliens. Heißt einer von euch Elvis? Nein, wir heißen Alf, Betty und Gammo. Außerdem sitzen wir in der Patsche. Lass mich raten, du musst nach Hause telefonieren. Nein, dafür haben wir ein Mobiltelefon. Die Antriebseinheit unseres Schiffes ist erschöpft. So wird sie mit Eis betrieben, das wir nicht haben. Da können wir sicher irgendwie aushelfen. Nein, können wir nicht, weil ich... Oh, ich voll fast die ganzen Eier verballert habe. Du bist doch bestimmt ein Fake. Ich hab dich angegriffen, du kleiner Blödkopf. Gibt's hier keine Eiseier? Oh. Das Spiel hasst mich. Gibt's hier irgendwo Eier? Oh nö, ist das nervig. In Atlantis gab es, glaube ich, ein paar Eier, aber wir müssen erstmal an dem Blödkopf hier vorbei. Oh, scheiße. Jeden Tag wieder ganz am Rand lang. Das geht erstaunlich gut. Ich glaube, das mache ich jetzt immer so. Eier! Nein, jetzt habe ich... Ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp. Und da habe ich... Manchmal möchte ich mich auch nur selber schlagen. Was drücke ich denn jetzt auf die... Ich hasse mich. Ich hasse mich. Irgendwo gab es doch hier noch so einen komischen gelben Fisch, ne? Danach hier hin. Erstmal wieder hier weg. Und ein Krakenmonster vorbei. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Ach. Okay. Na gut, das war in Ordnung. Und das UFO hat sich gerade ein bisschen durch die Wand geglitscht. Die mehr Grafik manch. Schlimmste Grafik manch meiner Meinung nach ist immer noch Sunny Town, wie es glaube ich genannt wird. Von den alten Pokémon, von den ersten Pokémon-Editionen. Achso, ja, die Geschichte hatten wir ja schon. Wo dann alle Grafik-Sprites irgendwie total durcheinander geworfen wurden. Ganz kleines Stück hoch. Aktiviere schnell die anderen Kristalle. So. Und so. Okay. Danke, Erdbeer und Vogel. Bitte geht jetzt von Bord. Wir müssen abreisen. Wir kommen zu spät zum Abendessen. Habt ihr irgendeine Belohnung? Wir sind auf etwas Glänzendem gelandet. Wie wäre es damit? Geht jetzt. Ja gut, dann hätten sie hier gar keinen echten Ginger reinstellen können, wenn das UFO verschwindet. Ich komme gerade mal so auf. Oh. Ich habe wieder Störenfriede in der Aufnahme. Du, nichts passiert. Hauptantrieb aktiviert. Navigationssensoren aktiviert. Merkwürdige Lichtquelle aktiviert.
Alle Systeme laufen. Verlassen wir diesen ekelhaften Erdtümpel und suchen wir die Kinder. Ich glaube, sie sind über einem schneebedeckten Berg notgelandet. Diesen schneebedeckten Berg wird man, wie man wahrscheinlich schon vermutet, noch zu sehen bekommen. Aber erstmal haben wir ein Puzzle. Wunderschön. Gut. Dann haben wir jetzt vier. Vier Puzzles? Vier Puzzles, okay. Ja, immerhin ein bisschen was. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir haben ja, wie gesagt, noch eine Kazooie-Tür in Atlantis, wo wir noch rein können. Ja, und dann müssen wir uns irgendwas suchen. Ich weiß auch nicht. Irgendwas werden wir schon finden. Bis dann. Tschüss.